Willkommen zurück in der finale Mission von Command & Conquer aller Stufe 3, die Alliierten. Ich glaube tatsächlich, sie haben bei mir oben nur Kasernen. Bei mir und auf meiner Seite Panzer und Flugzeuge und. Feindliche Einheiten entdeckt. Aber angeblich soll ich hier jetzt mehr Kohle kriegen. Ach nee, die sind nicht günstiger. Hä? Mehr Kohle, mehr Credits kriegst du pro Erzlieferung. Ja. Unzureichende Mittel. Noch merke ich davon nichts. So drei Stück haben wir ja bloß noch. Der oben ist ja fast kaputt, da lohnt sich nicht mal hinzufliegen. Richtig, da mache ich dort auch lieber mit der Zeitbombe und so weiter. Wow. Also, es war zu mindestens zu sehen, dass Damage kam. Ja, so ein Millimeter war es schon. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, ich habe auch gleich noch eine Bombe. Bei mir kommen sie wieder. Oh, jetzt kommen sie mit dem bösen Panzer. Aber nur einer. Vielleicht sollten meine Panzer mal machen. Boah, wenn die die ranziehen, machen sie die instant kaputt, ey. Krass. Krass. Ich versuche jetzt den unten rechts. Position wählen. Feindliche Einheiten entdeckt. Warum kriechen oben nicht die Bomben? Ach so. Abfangjäger. Ja, die haben unten Abfangjäger. Abfangjäger und viel Flak. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Unzureichend. Ach, der oben ist kaputt. Ich habe noch ein Ass im Ärmel für Sie, Kommandant. Wieso kommen Sie nicht ein bisschen näher an meinen Stützpunkt? Welchen? Oh, da kommt ein neues Bonusziel erhalten. Vakuumbombe. Basis ist jetzt online. General Krukow hat die Vakuumbombe aktiviert. Zerstören Sie sie, bevor unsere Basis anvisiert. Wenn ich jetzt mal was sehen würde dort. Unzureichende Mittel. Haben Sichtkontakt. Auf geht's, alles was ich hab, rein da. Feindlicher Stützpunkt Geben entdeckt. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind Vakuumbombe geortet. Ah, okay, jetzt sieht man das ja. Feindliche Einheiten. Was sieht man? 6 Minuten. Jetzt sieht man die Vakuumbombe. Ach, da oben. Ich wollte jetzt gerade auf den Bauhof da. Unzureichende Mittel. Feuerbefehl erteilt, Gentlemen. Nein, da können wir unsere beiden. Ich flieg schon hin. Wird angegriffen. Oh, okay. Präzisionsangriff bereit. Aber ob das reicht? Oh. Vielleicht noch das Flugfeld hier. Feindliche das war ja easy, war das ja. Nicht mal was kaputt gegangen. Da können die jetzt mal aufhören hier, mich anzugreifen. So, ich bin jetzt die letzte Kommandeure. Na toll, jetzt kamen die hier mit Flak und so. Und haben erstmal meine Bomber kaputt gemacht oder was? Club der Takt. Feindliche Einheiten entdeckt. Cryoschuss bereit. Ich glaube, der Takt. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Du machst das Ding kaputt. Und dann ist die Runde vorbei. Ja. Stimmt. Aber das ja. Dann noch ist so rot. Was sind das da? Auf was schießen denn die Teile da? Bitte die ganzen. Ah, jetzt. Wieso keine Energie? Warum das denn auf einmal? Warte. Schweine. LOL. Okay. Ausbildung. Vor allen Dingen der eine, der hat schon einen Stern bekommen. Alter. Oh, herrlich.
Ich habe nur noch die Kaserne, wo ich Einheiten bauen kann. Bau abgeschlossen. Kannst du mal bitte deine zwei Bomber aus meinem Flugfeld nehmen? Warte, wo? Du hast zwei von deinen Bombern bei mir. Einheiten entdeckt. Landen wir die Kiste. Wir tun, was getan werden muss. Kann das sein, dass du kein Flugfeld da mehr hast oder so? Empfange sie laut und deutlich. So, ich flieg da jetzt einfach mal rein und. Ja, beil ist. Schieß da mit den Bombern drauf, würde ich sagen. Satellitenüberwachung bereit. Achso, ich habe auch wieder die ultimative Waffe und so. Mal gucken, ob die überhaupt durchkommen. Ah, doch. Das macht ja echt wie gar keinen Damage, man. Die Hälfte bei 12 Viechern. Ziel wählen. Einheit verloren. Einheit verloren. So. Ausbildung. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Javelin Ringer bereit. Reparaturleuchten. Feindliche Einheiten entdeckt. Weil die komischen Panzer da, die machen echt Aua. Geben Sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Oh, endlich. Hast du noch Bomber? Ja, du hast unten schon wieder so ein Flugzeug bei mir drin. Ja, weil du keine Flugfelder mehr hast. Oder? So, jetzt kann ich mein Protonengedöns. Ich höre. Dann an. Aber das macht da drauf nicht viel Damage. Aber das Ding müsste ja jetzt mit meinen Flugzeugen kaputt gehen. Die kommen bei mir auch mit so einem ekelhaften Ding. Eine Einheit wird angegriffen. Alter! Ist es kaputt? Nein. Hast du keine Bombe oder so? Und was? Hallo, was soll ich denn noch haben? Guck mal meine Basis an. Ja, und was kaputt macht? Nein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Lol, guck mal, die dicke Bombe, die braucht 16 Sekunden. Für den Millimeter Strich. Wie gehen wir vor? Gute Wahl. Ich beglückwünsche Sie, Commander. Sie haben nicht geschafft. Auf die Bombe geguckt. Diese Sowjets haben all das verdient, was sie ihnen gegeben haben. Fantastische Arbeit. Feindliche Einheiten entdeckt. Und die Startrampe bleibt natürlich noch stehen fast. Die bleibt stehen, ja. Bis jetzt war die vorletzte mal schwerer. Ja. War hier bayerischer Bardamenspione. Es ist, als wäre es gestern gewesen, dass dieser brillante Commander in der dunkelsten Stunde der Alliierten in ihren Führungsstab berufen wurde. Und nun, da die Freiheit wiederhergestellt ist und nach dem Sturz der sowjetischen Führung, kann unser Held möglicherweise auch etwas ausspannen und sich erholen. Juhu! Sie haben meine Einladung doch nicht vergessen, Commander. Ich hatte gehofft, dass Sie heute Abend frei wären. Steht mir gut, hm, Commander? Habe ich Ihnen zu Ehren angezogen. Wie wär's mit einem Drink zur Feier des Tages? Ich kenne da dieses kleine Pub in Soho. Commander? Was gibt's da zu lachen? Ach. Hallo und danke, dass Sie gekommen sind. Ich betrete dieses Podium heute zögernd und schweren Herzens. Präsident Howard Ackerman war ein großer Amerikaner. Ich war wirklich stolz darauf, sein Freund zu sein. Stolz darauf, sein Vizepräsident zu sein. Ja, er hat den Versuch gemacht, Moskau und Millionen unschuldige Menschen zu vernichten. Aber doch nur, weil er uns beschützen wollte. Und letztendlich ist doch nur das von Bedeutung.
Wir danken den tapferen Helden, die gekämpft haben gegen die Mächte von Faschismus und Kommunismus. Auch dem couragierten Commander, der die freie Welt zum Sieg geführt hat. Danke, Commander, wo immer Sie auch sind. Heute übernehme ich die Führung dieses großartigen Landes und gemeinsam schreiten wir in eine strahlende und erfolgreiche Zukunft. Wir lassen unsere besiegten Feinde teilhaben an den Früchten von Kapitalismus und Konsum. Konsum wenn Sie Sportwagen kaufen und Plasmafernseher, dann bilden Sie bestimmt keine gewaltigen Armeen oder erfinden neue Waffen. Sie erfreuen sich am amerikanischen Traum und genießen mit Ihrer Familie den Supersonntag und sehen das große Spiel wie der Rest von uns. Liebe Mitbürger, ich nehme diese Aufgabe an und verspreche, Sie stolz zu machen. Danke und Gott schütze Amerika. Leicht übertrieben, ne? Nein, ich fand's gut. Ich fand's gut. Ja. Wäre lustig gewesen, wenn wir jetzt so verloren hätten. Wenn man meine Basis kaputt gemacht hätte. So viel zu am Anfang, ne? Erstmal ein bisschen Luftabwehr bauen und so. Hast du da ich hatte Luft? Zwei Türme. Zwei? Und vier Flugzeuge. Ja gut, meine vier haben ja auch nicht ausgereicht. Oder fünf, die ich hatte. Gut, dann weiß das wieder. Spitze bedanke mich. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.